Hallihallo. Ich habe heute den vierten Tag Post-OP von meiner Haarverdichtung in Istanbul bei Elitia Transplant. Ja, Dr. Balvi, wie man unschwer erkennen kann, Elitia Transplant. Ich hatte meine Haarverdichtung nach meiner ersten Operation vor 2 Jahren, hatte ich jetzt die zweite. Und ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Es sind 2500 Grafts eingesetzt worden mit der DHI-Methode, die eindeutig sauberer, also durch die DHI-Methode merkt man, dass es einfach sauberer, dass einfach sauberer gearbeitet wurde, weil man dichter nebeneinander die Haare einsetzen kann. Das ist so, die Löcher werden erst gestochen, wenn das Haar eingesetzt wird. Nicht wie bei der Fue-Methode. Da werden nämlich die Löcher gestochen. Das hatte ich vor 2 Jahren. 4.500 Grafts. Und das hatte ich vor 4 Jahren. Und das war heftig. Die Operation dauerte damals 8 Stunden. Und ich hatte da vorne nichts. Mein Haaransatz begann da hinten. Inzwischen sind 2 Jahre vergangen, sie sind wunderbar gewachsen, nur diese 4500 Grafts haben eben nicht gereicht, wozu die Verdichtung nötig war. Die Verdichtung hat mir gekostet 2000 Euro rund, inklusive Hotel, das Nidia Hotel in Istanbul, dann Transfer am Flughafen in Istanbul, der IST-Flughafen, dachte ich. Ich krieg die Krise. Erstens einmal hat Elite Transplant, das ist für die Zukunft ganz wichtig. Sie sagen, sie haben eine Anlaufstelle, wo Groß Elite draufsteht. Ja. Nun, da ich die nicht gleich gefunden habe, bin ich aus dem Flughafen raus. Wer mal draußen ist, kommt nie wieder rein. Jetzt habe ich wieder einchecken müssen oben für den Rückflug. Es gab keine andere Möglichkeit. Musste dann runter und wieder suchen. Also da habe ich echt überlegt, ob ich wieder nach Hause fliege. Aber sei es wie es sei, es ist gut ausgegangen. Die haben auf mich gewartet. Wirklich, diese lange Zeit auf mich zu warten, ist schon eine Leistung. Und ja, wir fuhren dieses Mal, nicht wie letztes Mal. Da kamst du ins Hotel und wurdest, naja, wieder abgeholt zur Blutabnahme. Dieses Mal verläuft es so, du kommst gleich ins Spital, also in die Klinik. Dort wird dir Blut abgenommen, PRC-Test. Dann wird dir die Haaranalyse gemacht. Danach wird bezahlt. Und danach werden die Haare abrasiert. Dann geht sie ins Hotel zurück. Mit dem VIP-Shuttle natürlich. Am nächsten Tag, 5.15 Uhr in der Früh, bin ich abgeholt worden. Und dann wurde gleich losgelegt. Frühstück bekam ich dann um 7.45 Uhr, nachdem hinten alles fertig war. War Durchschnittsfrühstück, habe sowieso nicht viel mitbekommen, weil ich eine Tablette bekam. Nur die Tablette bewirkte nicht viel im Sinne von, ich wollte sie gar nicht nehmen, aber ich habe sie dann doch genommen, weil ich mir gedacht habe, schadet nicht, ein bisschen ruhiger, egal. Gut. Ich war belämmert, sonst habe ich alles gespürt. Und es war halt so, dass die Zeit irgendwie schneller vergangen ist, so durch die Tablette, keine Ahnung. Vielleicht war das so eine Zeitweg-Tablette. Ich habe keine Ahnung, was das war. So eine violette kleine Tablette. Ja, sollte man googeln. Ja, dann war es so, dass eigentlich hinten dieses neue Comfortline. Ich hatte vor 2 Jahren auch so eine milde Betäubung mit Luftdruck. Nur das waren schon eher so dick und die bekamen richtig heftig rein. Die war mir irgendwie lieber, weil dieses Comfortline ist zwar wirklich schmerzlos, merkt man kaum. Und nur danach bekommst du deine 40 Spritzen in den Kopf gesetzt. Ja,
Das war zwar heftig, nur die Betäubung tritt relativ rasch ein, sodass man die nächsten Spritzen nicht mehr so spürt. Nach 5 Stunden war dann der Spuk vorbei. Wie gesagt, hinten entnommen, vorne mit der DHI-Methode in einen Stift eingesetzt, die Haare. Und wie genau das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es rasch ging. Nach 5 Stunden war ich fertig, die Zeit verflog und ab ins Hotel und ich habe den Rest des Tages geschlafen und gegessen. Der Roomservice war natürlich wieder mal erstklassig im Hotel. Ansonsten in Zeiten wie diesen sollte man nicht viel rausgehen. Man kann natürlich machen, was man will, aber ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte. Die Aussicht war grandios im 13. Stock oder 12. Und der Heimflug ist auch ganz gut gegangen. Mein Status jetzt, der 4 Tage Post-OP, ist, ich hatte gestern meine erste Waschung. Und ja, bis da hinten haben sie die Haare eingepflanzt. Es juckt wie Sau. Ich habe dort von Dr. Balwi diese Tabletten. Da ist so ziemlich alles drin, was man braucht. Man kann es natürlich auch auf Amazon bestellen oder in der Reformhaus kaufen, keine Ahnung. Ich habe mal diese eine Packung mitgenommen um 15 Euro. Und ja, Haarwaschset habe ich mitbekommen, Lotion habe ich mitbekommen, gratis. Ich habe zugesendet bekommen, gratis. Den Dermaroller plus das Serum, das habe ich alles gratis gekriegt. War beim ersten Mal auch nicht so, da musstest du alles kaufen. Dann die Medikamente, Prednison gegen Schwellung, Antibiotika, Vitamin C, weil ich Raucher bin. Also nicht Vitamin C, Aspirin. Und ja, so nebenbei nehme ich auch noch andere Dinge wie Arginin, Spirulina, Omega-3,6 kommt das Verhältnis an. Und ja, gut, das wär's für jetzt mal. Das Stirnband schlafen durch so. Da hinten mit dem komischen Moltex und dem natürlich dem. Wo ist es? Ja, das habe ich schon. Habe ich schon 2 von denen. Kann ich schon ein Riesennackenhörnchen machen da. Das ist vom letzten Mal, das ist von diesem Mal. Das andere nehme ich als Handyständer. Ja, so, Polster drunter, Moltex und geht schon. Zumindest bis jetzt. Lange schlafen ist nicht drin, aber es geht. Hab da immer ein Laptop stehen, da kann ich fernschauen. Gut, dann sage ich euch mal wünsche ich euch einen schönen Tag und mein Update kommt demnächst.